Dann auch von mir herzlich willkommen. Mein Name ist Leonie Schmidt. Ich arbeite als Lehrkraft für besondere Aufgaben und wissenschaftliche Mitarbeiterin für das Schreibzentrum des Zentrums für fremdsprachliche und berufsweltorientierte Kompetenzen hier an der JLU Gießen. Mein Anliegen für die heutige Coffee Lecture ist, Ihnen einen ersten Einblick in das Konzept der Schreibtypen zu geben. Es ist ein zentrales Konzept der Schreibberatung. Wir werden uns zunächst mit zwei zentralen Fragen beschäftigen. Zum einen, was sind Schreibtypen und warum sollte man seinen eigenen Schreibtyp kennen? Und im Anschluss daran werde ich fünf verschiedene Schreibtypen vorstellen. Lassen Sie uns also gleich mit den ersten beiden Fragen einsteigen. Was sind Schreibtypen und warum kann es wichtig sein, den eigenen Schreibtyp zu kennen? Vielleicht haben Sie sich schon mal mit einer Kommilitonin darüber ausgetauscht, wie Sie beim Schreiben zum Beispiel einer wissenschaftlichen Hausarbeit vorgehen und festgestellt, dass Sie beide vielleicht unterschiedliche Herangehensweisen an die Textproduktion haben. Ihre Kommilitonin hat vielleicht erzählt, dass sie erst mal wochenlang recherchiert und ihre Hausarbeit plant und erst dann wirklich mit dem Schreiben beginnt, wenn sie das Gefühl hat, alles über ein Thema zu wissen. Sie haben vielleicht erzählt, dass Sie sich einfach an den Schreibtisch setzen und erstmal drauf losschreiben, um Ihre Gedanken und Einfälle zu einem Thema aufs Papier zu bringen und dann Ihre bestehenden Textrohlinge vielleicht zusammenfügen und so zu einem fertigen Textprodukt gelangen. Vielleicht haben Sie sich nach einem solchen Austausch auch etwas verunsichert gefühlt und sich gefragt, ob Sie das wissenschaftliche Schreiben richtig angehen oder ob Ihre Kommilitonin vielleicht die bessere Strategie hat. Diese Sorge möchte ich Ihnen jetzt gleich schon zu Beginn nehmen, denn die eine richtige Herangehensweise an das Verfassen akademischer Texte gibt es tatsächlich nicht. Einem fertigen Text kann man nicht ansehen, wie er geschrieben wurde. Darüber hinaus lässt sich auch festhalten, dass beim akademischen Schreiben wirklich viele Wege ans Ziel führen. Die Schreibforschung hat gezeigt, dass es verschiedene Schreibtypen gibt, die beim Schreiben von Texten eben unterschiedlich vorgehen. Es gibt zum Beispiel Schreibende, die während des Schreibens stundenlang an Formulierungen feilen. Oder es gibt Schreibende, die mehrere Dokumente gleichzeitig geöffnet haben auf ihrem Laptop und an verschiedenen Textstellen schreiben. Alle diese Schreibenden können gute wissenschaftliche Texte verfassen. Daraus folgt letztendlich, solange die Art und Weise, wie Sie Ihre akademischen Texte verfassen, für Sie erfolgreich ist, gibt es eigentlich auch gar keinen Grund, Ihre Herangehensweise zu ändern. Aber es ist auch ganz normal, dass die eigene Herangehensweise an das Schreiben auch mal zu Problemen im Schreibprozess führen kann. Denken Sie zum Beispiel an eine Situation, wenn Sie eine neue Textsorte schreiben müssen. Vielleicht sind Sie mit der noch nicht so vertraut. In ein Exposé beispielsweise. Vielleicht merken Sie dann, dass Ihre übliche Schreibstrategie nicht so richtig funktioniert. Dass Sie nicht ins Schreiben kommen oder dass Sie vielleicht bestimmte Vorarbeiten durchführen müssen, die Sie sonst eigentlich nicht durchführen würden. In Situationen, in welchen Schreibende also vor Schreibproblemen stehen, kann es hilfreich sein, die Vorteile sowie die Nachteile des eigenen Schreibtyps zu kennen. Warum? Wenn Sie Ihren Schreibtyp kennen, können Sie auf der einen Seite die Vorzüge der eigenen Schreibweise gezielt in Ihrem Schreibprozess nutzen. Auf der anderen Seite können Sie die potenziellen Nachteile der eigenen Herangehensweise nutzen. Ausgleichen, indem Sie bewusst auf die Vorgehensweise anderer Schreibtypen zurückgreifen. Das wollen wir uns in einem zweiten Schritt jetzt mal genauer anschauen und auf verschiedene Schreibtypen schauen und wofür man die Strategien dieser Typen nutzen kann. Dazu muss ich kurz vorweg sagen, es gibt inzwischen relativ viele unterschiedliche Kategorisierungen von Schreibtypen mit einer unterschiedlichen Anzahl und auch unterschiedlichen Beschreibungen. Ich habe mich dafür entschieden, Ihnen heute die Kategorisierung von Grieshammer, Liebetanz, Peters und Zegenhagen vorzustellen, da man mit der, wie ich finde, auch unabhängig gut arbeiten kann. Es ist natürlich ein bisschen verkürzt aufgrund des Zeitrahmens, aber ich denke, Sie werden die wichtigen Dinge für sich mitnehmen können. Schauen wir uns also den ersten Schreibtyp an, den ich Ihnen vorstellen möchte. Der nennt sich die Spontanen. Wie der Name schon sagt, beginnen die Spontanen tatsächlich spontan mit dem Schreiben und schreiben zunächst erstmal alles, was ihnen zu einem Thema einfällt, in einem Fließtext auf und entwickeln so auch neue Ideen und Gedanken. Dabei schreiben sie meist im Flow statt nach einem konkreten Plan und halten sich eben zum Beispiel nicht mit dem präzisen Formulieren von Sätzen auf. Vorteile dieses Schreibtyps sind, dass die Schreibenden oft keine Hemmungen haben, mit dem Schreiben zu beginnen, und auch oft ohne Stockungen schreiben, da sie sich beim Schreiben nicht selber zensieren.
Das Schreiben im Flow wird von Schreibenden darüber hinaus oft auch als positiv empfunden. Das heißt, die Schreibmotivation ist entsprechend hoch. Ein Nachteil dieses Schreibtyps ist, dass der Text am Ende des Schreibprozesses sehr intensiv überarbeitet werden muss. Also während des Schreibens sind die Schreibenden möglicherweise zum Beispiel abgeschweift, haben Textzeile produziert, die eigentlich am Ende gar nicht in das Textprodukt, im Textprodukt genutzt werden sollen. Das muss auch nachträglich sinnvoll strukturiert werden. Die Überarbeitung des Textes ist also dann recht aufwendig und zum Beispiel unter Zeitdruck auch nur relativ schwer zu bewerkstelligen. Wann kann man diese Strategie also sinnvoll anwenden? Diese Strategie eignet sich tatsächlich für jede Phase des Schreibprozesses. Zum Beispiel, um Gedanken und Ideen zu Papier zu bringen und oder weiterzuentwickeln, ohne einen konkreten Rahmen oder konkrete Vorgaben. Zum Beispiel, wenn die Struktur eines Textes noch unklar ist, können Sie sich die Struktur so erschreiben. Sinnvoll kann man diese Strategie auch anwenden, wenn der eigene Perfektionismus den Schreibfluss stocken lässt. Also zum Beispiel, wenn man merkt, dass man sich zu lange mit einzelnen Formulierungen aufhält und nicht vorankommt. Schreibtyp Nummer 2 sind die Pläne-Schmieder. Auch hier ist der Name natürlich Programm. Pläne-Schmieder schreiben vor allem strategisch und gehen eben nach einem ganz konkreten Plan vor. Dieser wird meist zunächst lange durchdacht und wenn er steht, dann abgearbeitet. Der erste Textentwurf besteht dann meistens aus einer Gliederung, eventuell Stichpunkten, die dann anhand eben des Plans ausformuliert werden. Der Vorteil dieses Schreibtyps ist, dass Pläne-Schmieder wirklich spielend den Überblick über ihr Schreibprojekt behalten, auch während des Schreibens und auch ein sehr zielgerichtetes Schreiben möglich ist. Sie kommen auf den Punkt, sie haben das große Ganze im Blick, die nötige Überarbeitung am Ende des Schreibprozesses hält sich dementsprechend auch in Grenzen. Zu den Nachteilen dieser Strategie gehört, dass relativ viel Zeit vergeht, bis die ersten Textteile eben entstehen. Das kann auch frustrierend sein für die Schreibenden natürlich. Darüber hinaus kann es sein, dass neue Ideen, die vielleicht beim Schreiben überhaupt erst entstehen, gar keinen Platz in der vorgegebenen Struktur finden. Wann kann man diese Strategie sinnvoll anwenden? Diese Strategie eignet sich beim Schreiben längerer Texte. Zum Beispiel, um bei der Sache zu bleiben und die Zielsetzung des Textes nicht aus dem Blick zu verlieren. Wenn Sie also dazu neigen, abzuschweifen, den Überblick zu verlieren oder auch den roten Faden, dann ist das eine Strategie, die sich für Sie sinnvoll anwenden lässt. Schreibtyp Nummer 3 sind die Remixer. Remixer schreiben mehrfach neu. Sie produzieren also mehrere Texte oder Textversionen zu einem Thema. Mit jeder Version, die geschrieben wird, entwickelt sich der Text, da die Remixer in der Regel auf der Suche nach der gelungensten Darstellungsweise sind, aber auch neue Gedanken einfließen lassen. Schlussendlich wird die beste Version des Textes ausgewählt oder auch aus den verschiedenen Versionen tatsächlich zusammen gemixt. Vorteil dieses Schreibtyps ist, dass auch die Remixer zunächst unzensiert schreiben. Schreibhemmungen sind daher ebenfalls eher selten, ein erster Textentwurf ist schnell produziert und Gedanken können auch beim Schreiben weiterentwickelt werden. Zu den Nachteilen der Remixer gehört, dass die Remixer viele Versionen schreiben müssen, bis sie tatsächlich zu einem Endprodukt gelangen. Das kann dazu führen, dass sie den Überblick verlieren über die produzierten Texte und auch die Zusammenstellung des Endprodukts kann knifflig und zeitintensiv sein. Wann kann man diese Strategie sinnvoll anwenden? Diese Strategie eignet sich zum Schreiben einzelner Textteile am Beginn eines längeren Schreibprozesses. Zum Beispiel, um sich einem bestimmten Textteil schreibend zu nähern. Wenn Sie mehrere Versionen zum Beispiel einer Einleitung schreiben, können Sie neue Ideen generieren und Sie können sich auch eine Struktur der Einleitung erschreiben. Darüber hinaus eignet sich diese Strategie, wenn der eigene Perfektionismus den Schreibfluss eben stocken lässt. Also wenn man merkt, dass man sich in Details verliert oder an bestimmten Formulierungen lange aufhält und dann nicht weiter vorankommt. Schreibtyp Nummer 4 sind die Redakteure. Redakteure entwickeln ihre Texte durch Überarbeitung. Sie verbessern und verändern ihren Text eigentlich unentwegt schon während des Schreibens. Sobald ein kleiner Teil des Textes produziert ist,
wird dieser umgehend geprüft und korrigiert und selbst an Teilen, die bereits überarbeitet wurden, wird so lange gefeilt, bis alles stimmt. Der Vorteil ist, durch die vielen Überarbeitungen während des Schreibens müssen die Texte am Ende in der Regel auch nur noch wenig überarbeitet werden. Darüber hinaus sind die Texte durch die vielen Überarbeitungen während des Schreibens inhaltlich und sprachlich oft einfach sehr präzise. Der Nachteil dieses Schreibtyps ist natürlich der Perfektionismus, der dabei an den Tag gelegt wird, denn der Text ist gefühlt eigentlich nie wirklich fertig. Darüber hinaus verlieren sich Redakteure zuweilen auch in Kleinigkeiten, wie eben dem präzisen Formulieren einzelner Satzteile. Der Schreibprozess kann so sehr langwierig werden oder der Gedankenfluss tatsächlich auch vollends ins Stocken geraten. Wann kann man also diese Strategie sinnvoll anwenden? Diese Strategie eignet sich vor allem zum Schreiben kürzerer Texte oder wenn man sehr viel Zeit hat zum Schreiben eines längeren Textes. Dann kann man so wirklich stilistisch besonders gelungene Texte produzieren oder auch sich mit Sachverhalten wirklich im Detail befassen. Der letzte Schreibtyp, Schreibtyp Nummer 5, sind die Puzzler. Die Puzzler arbeiten im Wechsel an verschiedenen Textteilen und auch Textstellen. Also sie springen im Text hin und her, je nachdem, worauf sie gerade Lust haben. Dabei nutzen Puzzler verschiedene Techniken und Arbeitsweisen anderer Schreibtypen. Also sie schreiben zum Beispiel mehrere Versionen oder sie planen auch. Der endgültige Text wird dann schließlich aus den vielen Einzelteilen zusammengepuzzelt. Vorteil dieses Schreibtyps ist auch hier, die Schreibmotivation ist hoch, da Puzzler eigentlich immer an dem arbeiten, was ihnen gerade am meisten Spaß macht. Auch Schreibblockaden treten daher relativ selten auf. Nachteile können sein, dass Puzzler schnell den Überblick verlieren über ihr Schreibprojekt und es besteht tatsächlich auch ein Risiko, zum Beispiel komplexe Sachverhalte in ihrer Tiefe möglicherweise nicht genug zu durchdringen, schlicht und einfach deswegen, weil zu schnell zu anderen Textteilen gewechselt wird. Wann kann man diese Strategie sinnvoll anwenden? Die kann man vor allem dann sinnvoll anwenden, wenn man eigentlich noch gar keine Schreibstrategie hat. Zum Beispiel, um die verschiedenen Strategien anderer Schreibtypen, also unterschiedlicher Schreibtypen, auszuprobieren. Oder auch, wenn man nicht vorankommt und wieder in den Schreibfluss kommen möchte. Und da kann es wirklich Sinn machen, auch nach so einem Lustprinzip zu arbeiten. Damit komme ich auch schon langsam zum Ende. Ich fasse nochmal zusammen, was ich bisher gesagt habe. Den einen richtigen Weg zum guten Text gibt es nicht. Aber wenn Sie auf Probleme in Ihrem Schreibprozess stoßen, kann es hilfreich sein, sich den eigenen Schreibtyp bewusst zu machen und andere Herangehensweisen an die Textproduktion zu nutzen. Wenn Sie zum Beispiel zu den Planern gehören und das Gefühl haben, Sie haben Probleme, ins Schreiben zu kommen, können Sie zum Beispiel die Strategie der Remixer nutzen und erstmal unzensiert mehrere Versionen eines Textteils verfassen. Oder wenn Sie zum Beispiel sagen, ach, ich würde mich hier jetzt eher den Redakteuren zuordnen, Sie müssen aber unter Zeitdruck einen Text schreiben. Versuchen Sie doch mal, Ihren Text ganz konkret zu planen, bevor Sie wirklich mit dem Schreiben beginnen. Die Frage, die sich Ihnen jetzt wahrscheinlich am Ende noch stellt, ist, wie finde ich überhaupt heraus, welcher von diesen Schreibtypen ich bin? Sie können natürlich die Kategorisierung von Grieshammer, Liebetanz, Peters und Zegenhagen nutzen, die ich Ihnen hier vorgestellt habe. Die eine oder andere von Ihnen wird sich sicher auch in diesen Schreibtypen so ein bisschen wiedererkannt haben. Wenn Sie unsicher sind, nehmen Sie sich einfach nach dieser Coffee Lecture ein paar Minuten Zeit, reflektieren Sie, wie bin ich bei meinem letzten Schreibprojekt eigentlich vorgegangen, was habe ich zuerst gemacht, wie bin ich dann vorangeschritten. Sie können tatsächlich auch Google nutzen, um auf den Homepages anderer universitärer Schreibzentren einen Online-Schreibtypentest zu machen. Die arbeiten natürlich mit etwas anderen Kategorisierungen, aber die Unterschiede sind nicht so groß. Das kann für Sie also durchaus auch von Interesse sein. Und auch eine ganz kurze Anmerkung dazu noch zum Schluss für diejenigen, die sich jetzt vielleicht auch in verschiedenen dieser Typen wiedererkannt haben. Auch das ist üblich. Es ist tatsächlich so, dass sich die meisten Schreibenden nicht gänzlich einem Typ zuordnen, sondern die meisten Schreiber nutzen eigentlich von vornherein schon verschiedene Strategien zur erfolgreichen Textproduktion.
Wenn Sie jetzt sagen, super, damit können Sie so richtig was anfangen, darüber möchten Sie vielleicht mehr erfahren, schauen Sie doch mal in die Referenzen dieser PowerPoint-Präsentation. Da finden Sie natürlich einige Hinweise zu interessanter Literatur zum Thema Schreibtypen. Sie können natürlich auch mal in der individuellen Schreibberatung am ZFBK vorbeischauen oder wenn Sie Interesse haben, wir bieten auch AFK-Kurse zum wissenschaftlichen Schreiben in Deutsch und Englisch an. Das war soweit erstmal mein Input zum Thema Schreibtypen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch eine schöne Restwoche.